Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady und heute geht es erstmal, bevor es zum Bewerten geht, wieder um etwas anderes. Wie in den letzten Folgen auch, versuche ich immer noch etwas reinzumachen, das vielleicht dazu hilft, noch weitere Informationen zu bekommen oder sonst wie. Ich habe mich nochmal etwas schlau gemacht. Es geht um die Fragestellung. Und zwar um diese Fragestellung. Da hatte ich meine Probleme mit, was überhaupt Blessingboxen sind. Ich habe jetzt mal danach gegoogelt. Im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Wenn man nämlich danach googelt, nach dem richtigen Wort, findet man tatsächlich auch Boxen, in denen Lebensmittel ist. Und nicht Bücher. Natürlich kann ich voll und ganz verstehen, dass Niantic hier sagt, nein, das sind keine Wayspots. Falls ihr also irgendwie mal in Urlaub seid, weil ich gehe mal davon aus, bei uns in Deutschland gibt es sowas halt nicht. Ich glaube aus hygienischen Gründen. Ich weiß nicht, oder aus anderen Gründen. Weil wenn es draußen sehr warm ist, dann gehen diese Lebensmittel kaputt. Und deswegen ist sowas, glaube ich, in Deutschland gar nicht möglich. Bücher können in der Hitze oder bei Kälte draußen nicht kaputt gehen. Sie sind dann zumindest mal vor der Nässe in solchen Boxen geschützt. Aber ja, ich war echt überrascht, dass es sowas tatsächlich gibt. Hier kann man also tatsächlich Lebensmittel tauschen. Also ihr bringt ein Lebensmittel mit, das ihr nicht mehr braucht und noch nicht angebrochen ist und noch verschlossen ist. Ihr aber wisst, ich brauche das nicht. Ich bräuchte aber vielleicht was anderes und dann könnt ihr das halt da tauschen. Es ist wie beim Buch. Ihr bringt ein Buch mit in so einem Bücherschrank und nimmt ein anderes Buch raus, so dass die Kiste eigentlich immer gefüllt ist. Hier zum Beispiel hätten wir auch noch eine Bücherbox dabei. Aber hier ist auch ein Kühlschrank, was natürlich ziemlich besser ist. Aber hier gibt es auch anscheinend Obst. Tomaten, wenn ich das gerade richtig sehe. Auch sehr interessant. Ja, das ist eine Blessing Box und das sind keine Wayspots. Schön, dass wir das jetzt auch wissen, wie das hier genau ist. Dann habe ich noch eine Sache für euch. In der Hilfe steht auch was über den Bonus und über den Heimatsort. Hier steht nochmal deutlich, dein Heimatsort kann nur einmal festgelegt werden, während dein Bonusort einmal pro Jahr zurückgesetzt werden kann. Aha, okay. Dann setze ich jetzt meinen Bonusort. Dazu gehe ich in die Einstellungen. Das ist zwar irritierend, aber vielleicht, wir gucken mal, ob die Fehlermeldung wieder kommt. Paderborn. Deutschland. Da ist Paderborn. Ich setze jetzt mal die Markierung und scroll mal raus. Ja, ich würde es noch mehr mittig setzen. So wirklich in die Mitte von Deutschland. Eher so hier. Das wäre dann, ja, wir wären dann bei Braunschweig, wie ich schon gesagt habe. Ich würde es tatsächlich doch einfach da lassen. Ich finde das sehr gut. Also wenn Paderborn schon nicht schlecht ist, dass man keine ausländischen Portale bekommt, hoffe ich, dass ich auch an der Stelle erfolgreich sein werde. Klar, hier steht leider endgültig. Wobei man hier tatsächlich noch schreiben könnte, bitte beachte, dass du das nur einmal im Jahr einstellen kannst. Ich bin jetzt damit einverstanden und nehme das Risiko auf mich, dass ich ein Jahr lang noch zusätzliche Wayspots von diesem Bonusort bekomme und hoffe, noch ein bisschen mehr Unterschiedlichkeit zu bekommen. Wir werden sehen. Ich habe das jetzt gespeichert. Bonusort ist eingestellt, nicht direkt auf Braunschweig logischerweise, aber auf Luther am Barenberg ist es geworden. Ich bin gespannt. So, der erste Vorschlag ist schon mal ein Spielplatz. Große Rutsche, mit ordentlich Schwung rutscht man hier in den weichen Sand. Teil des öffentlichen Spielplatzes. Aha, hört sich gut an. Sehr hat sich da jemand da fast noch Gedanken gemacht. Zu wenig Sehenswürdigkeiten, die der Ort bietet, sind im Spiel zu finden. Ja, okay.
man sieht, man müsste jetzt halt daran glauben, dass das hier einfach nur der Rest vom Spielplatz ist. Ich würde mir das gerne noch in groß angucken. Und hier bearbeite ich wieder die URL. Statt S0 schreibe ich S1000 und drücke auf Enter. Und oh, interessant. Diesmal geht es definitiv nicht. Okay. Na gut, dann komme ich mal so damit klar. Würde ich sagen. Wo ist das jetzt? Wo sind wir hier gerade in Deutschland gelandet? Und zwar bei Hannover. Ja. Okay. Infoschilder, keine Spielplätze, Einzigartigkeit ist auf jeden Fall mal dabei. Historisch-kulturell, Spielplätze haben immer einen kulturellen Hintergrund. Optisch einzigartig, ja, habe ich schon gesagt, weil hier gibt es nicht einen einzigen Spielplatz. Das ist auf jeden Fall hier noch sehr einzigartig. Wenn ein Spielplatz nicht sicher erreichbar wäre, würde ich mich wundern. Erkennen können wir es auf Google Maps wunderbar. Ist also damit auch sicher erreichbar. 5 Sterne für den Standort. Und Spielplatz. Ansonsten nichts mehr. Absenden. Im Endeffekt ein Wayspot, der jetzt gerade die volle Bewertung erhalten hat. Oh, interessant. Also es ist zwar eine sehr interessante Holzschnitzerei. Die könnte ein bisschen klein sein. Und ich glaube, es ist privat. Du kriegst erstmal 3 Sterne. Balanceakt. Schöne Messingskulptur. Okay. Die hatte ich jetzt eigentlich anders gesehen, aber das Bild ist auch nicht besonders gut getroffen. So. Also es ist irgendwie nicht so besonders gut scharf oder die Auflösung ist sehr niedrig. Okay, Messing. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Ich dachte, das wäre eine Holzskulptur. Naja. Eines bis dato unbekannten Künstlers. Das könnte auch Massenproduktion sein. Für den Titel und Beschreibung kriegt auch erstmal nur 3 Sterne, weil ich mir da jetzt gerade nicht sicher bin, ob das so richtig passt. Mit dem unterstützenden Foto kann ich gar nichts anfangen. Sehr schöne Messingskulptur. Sie stellt einen balancierenden Mann dar, der Erschaffer eines Kunstwerkes ist. Unbekannt. Der Erschaffer dieses Kunstwerks ist unbekannt. Okay. Duplikat haben wir hier schon mal auf keinen Fall. Das war fast schon klar. Und der Standort natürlich irgendein Haus. Sehen kann man es ja auch nicht. Und das unterstützende Foto hat uns nicht geholfen. Ich würde es irgendwie ablehnen. Es ist nicht ordnungsgemäß eingereicht, sodass man sagen kann, okay, jetzt, man kann wirklich was damit anfangen. Mindestens das unterstützende Foto hätte mir jetzt vielleicht noch zeigen können, dass es dann doch auch vom Gehweg zu sehen ist. Scheint es aber nicht. Könnte im Hintergarten sein. Wir lehnen es ab. Ort, privat. War ja der erste Gedanke. Ansonsten Massenproduktion könnte man hier wahrscheinlich auch sagen. Gut, das ist ein sehr schöner Brunnen. Dildappe Brunnen. Der Dildappe Brunnen in Weierbach, ich glaube, das ist in Baden-Württemberg, wurde als gemeinschaftlicher Treffpunkt an der städtischen Sporthalle errichtet. Klingt in Ordnung. Ja, das musste jetzt unbedingt sein, Windows. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Sehr schönes, unterstützendes Foto. Ich kann hier perfekt sehen, da vorne geht die Straße, hier geht der Gehweg, wenn ich das richtig erkenne. Hier ist zwar irgendwas ist hier auch noch, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber mal gucken, was er hier noch geschrieben hat. Ich finde es schade, dass
Sachen, die in der Beschreibung stehen, zum Teil immer hier unten nochmal wiederholt werden. Liegt direkt an der städtischen Sporthalle. Er dient somit als beliebter Treffpunkt für alle Bewohner des Ortes. Ja, kann jetzt jeder behaupten. Auch Trainer halten sich gerne hier auf und finden hier Sitzmöglichkeiten zum Tauschen ihrer Pokémon. Aha. Ja, kann man machen. Einzigartigkeit von diesem Brunnen, ja, also diesen Brunnen gibt es kein zweites Mal. Das sehen wir hier anhand der Bilder. Anscheinend ist das hier die Hessenstein-Halle Weierbach. Achso, ne, Halle. Nicht Sporthalle. Obwohl, er hat Sporthalle geschrieben. Das könnte ja trotzdem die Halle sein. Ja, das müsste ja theoretisch die Halle sein. Mal sehen, ob wir noch mehr herausfinden. Erstmal nochmal gucken, wo ist denn das jetzt eigentlich? Ida Oberstein, Frankfurt am Main. Okay. Schon ein sehr, sehr kleiner Ort. Auch wenn das jetzt hier... Ja, also doch, kleiner Ort könnte man schon sagen. Ist ein kleiner Ort. So, wie sieht's aus? Den Brunnen kann man hier astrein auf dem Satellitenbild sehen. Das ist schon mal gut. Das heißt, kann ich auf jeden Fall gefahrenlos 5 Sterne geben. Ob das jetzt hier in der Sporthalle ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Oder nicht so wichtig an der Stelle. Okay. Dann... Historisch-kulturell, ja, bei, warum sollte ein Brunnen oder eine Wasserfontäne hier bis sowas Künstlerisches, denn jetzt hier keine Kultur oder historischen Hintergrund haben. Optisch einzigartig, definitiv. Der ist hier einzigartig. Den gibt es kein zweites Mal. Sicher erreichbar. Ja, sah auch danach aus. Ich wollte noch mal gucken. Das ist tatsächlich dann hier eine Straße. Es ist eine Kreuzung. Also ich hätte ja fast gedacht, vielleicht sowas wie eine Einfahrt. Oder das könnte auch ein Parkplatz sein, ja. Dass hier vielleicht noch Parkplätze sind, das könnte auch sein. Und das passt aber alles soweit. Brunnen findet man unter Fontäne. Wenn man es dann richtig schreibt. Und dann ist das ein Objekt, Kunstwerk, Fontäne. Absenden. Nächste Bewertung. Oh, wow. Das ist ja mal sehr interessant. 5 Sterne für das Bild. Trafo, Marktkirche, Klausthal, Zellenfeld. Zellerfeld. Verzierter Stromtrafo. Könnte sein. Weil es ist zumindest mal ein Stromkennzeichen drauf. Also scheint er wirklich jetzt hier was mit Strom zu tun haben. Mit dem Bilder der einzigartigen blauen Kirche in Klausthal-Zellerfeld. Können wir uns das Bild noch in groß angucken? Also so richtig. Wow. Das, da merkt man, da ist richtig was dahinter. Also ich... Wird wohl aufgeklebt sein. Gleichzeitig mit Informationen hier unten sogar. Das finde ich so interessant. Sogar mit QR-Code. Schön. Wunderschön. Und eine sehr hübsche Kirche, muss man sagen. Fünf Sterne auch dafür. Ah, ein sehr schönes Umgebungsfoto. Nice. Ich kann hier eine Kreuzung sehen. Ich denke, damit werden wir bestimmt einiges erreichen können. Wir haben ja auch noch eine Brücke. Scheint über Wasser... vielleicht haben wir Glück, dass da auch ein Wasser drunter fließt. Informationen für Touristen über Ausflugsziele im Harz. Das kann natürlich sein, dass das hier auch mit drin ist. Sind sehr viele Wandbilder hier anscheinend schon eingereicht worden, dass dennoch nichts von der Einzigartigkeit von diesem Wayspot beeinträchtigen würde. Bild ist ja trotzdem nur einmal da. Mal reinzoomen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Nicht, dass da jetzt gerade genau direkt daran gerade eine Grundschule oder ein Kindergarten wäre. Das wäre blöd. Also, kulturell, es ist
es ist eine Information enthalten. Es hat jetzt diesmal nichts mit Kunst zu tun, weil das ist einfach nur, ich sag mal, ein abfotografiertes Bild von einer Kirche. Optisch einzigartig, ja. Sicher erreichbar, ich habe Fußgängerwege schon gesehen. Und jetzt kommt es drauf an. Wie viel können wir hier erkennen? Ich möchte mir das gerade nochmal auf Google Maps genauer anschauen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann hier noch ein bisschen was erkennen. Nicht so ganz. Eisstadion. Mhm. Wir haben auf jeden Fall hier eine T-Kreuzung. Ich meine, ich könnte ja auch vermuten, dass das hier eine T-Kreuzung ist. Das mit dem Wasser. Ja, hier. Also am Amtsweg ist die Brücke. Also hier. Okay. Ja, das passt schon mal ganz gut. Was man hier auch noch erkennen kann, wenn man das Bild hier größer macht, ist eigentlich das Straßenschild. Wir haben hier sogar noch Informationen. Hier, da steht auch der Straßenname. Ich sag nur, dieses unterstützende Foto ist so perfekt. Ich weiß jetzt ganz genau, wie die Straße hier heißt. Das heißt, ich kann zu 100% sagen, dass der Ort stimmt. Ob ich das jetzt auf dem Satelliten sehe oder nicht. Das finde ich geil. Haben wir schon nachgeguckt, wo es eigentlich liegt in Deutschland? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, das ist quasi der Ort, den ich ausgewählt habe, aber als mein Bonusort. Der ist ganz in der Nähe von Braunschweig. Sehr interessant. Ja, 5 Sterne. Und was haben wir als Kategorie? Ich würde in Richtung Schild gehen. Moment, wir gucken uns nochmal die Schilder an. Es gibt ja mehrere Schilder. Herzlich willkommen, Information, Karte, Markierung, Name, Navigation. Klingt auch sehr interessant. Richtungsangaben, nein. Sicherheit, Siegel, Verkehr, Wanderwegsausgangspunkt, nein. Warnung, nein. Markierung, nein. Werbung, nein. Und zu verkaufen, nein. Okay. Bildung. Es gibt Objekt, Schild, Bildung, Natur, Verlauf, Wissenschaft, Übung. Okay, das Blöde ist, es ist manchmal zum Teil schlecht übersetzt, gerade bei Übung, was damit gemeint ist. Ist damit eine Sportübung gemeint oder etwas anderes? Hier müsste man eigentlich das Wort mal korrigieren lassen. Wissenschaft. Nein. Und Verlauf ist auch leider nicht ganz richtig. Das müsste entweder historisch sein oder Vergangenheit. Sowas in der Richtung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da Niantic da vorschlagen würde, wenn ich es tun würde. Natur definitiv nicht. Bildung Natur ist es nicht. Und ich würde auch nochmal zurückgehen und ich würde wahrscheinlich erstmal hier einfach auf ganz gemein Objekt Schild, Informationen mich einpendeln. Absenden und dann würde ich gerne nochmal zur Startseite gehen. Ich habe euch meine Historie vorher nicht gezeigt, aber wir können ja deutlich sehen, dass es erst 4 Stück sind. Das heißt, es sind noch 6 Stück vor uns. Mindestens. Es kann auch sein, dass ich mehrere mache, je nachdem, wie schnell oder ob ich mich dazu entscheide, dies noch als wie heißt es jetzt nochmal? Als Premiere hochzuladen. Okay, das ist ein Hotel. Es ist ein Hotel, kommerziell. Und nein, das ist dann kein Wayspot. Erfüllt die Kriterien nicht. Hotel. Absenden. Nächstes. Ein Dackelverbot. Mhm. Ich glaube eher ein Hundeverbot. Eine Information, dass hier Hunde verboten sind. Natürlich kann man das auf dem Umgebungsfoto quasi nicht sehen, weil das vielleicht da drauf ist oder so. Hat jemand
Ast rein perfekt von oben fotografiert. Einfach zu krass. Ja, es ist ein Verbotsschild. Ich finde, das kann man direkt ablehnen. Dafür brauche ich die Kategorierung, die Kategorie unten gar nicht. Und ich nenne es einfach Verbotsinformation. Information. Ich habe mich nicht vertippt, okay. Verbotsinformation. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Noch ein paar Ablehnungen und es wird dann einfacher. Ist nicht euer Ernst. Sowas solltet ihr ausschalten. Das ist ein Ablehnungsgrund. Leider. Mag ich zwar überhaupt nicht, aber steht leider so drin. Wie heißt das? Da ist noch was drauf. Moment. Wie heißt das nochmal? Verwirrende Vorschläge? Nein. Ach, mein zulässige Wasteboards. War das hier mit dem Bild? Nein. Unzulässig, ja genau. Ich glaube, da kommt man eher drauf. Genau, hier. Wasserzeichen. Wasserzeichen, das Wort habe ich gesucht. Das ist sowas wie ein Wasserzeichen. Wasserzeichen von welchem Gerät das Bild aufgenommen wurde. So, das wollen wir nicht im Spiel haben. Dementsprechend sollte man sowas abschalten. So, was ist das? Traubenwicklerbevölkerung. Da geht es um ein Tier. Also es geht um die Natur, Informationen zur Natur. Mhm, sehr schön. Lehrreicher Inhalt, Infotafel, Traubenwicklerbekämpfung. Bekämpfung? Tatsächlich, ja, Bekämpfung, tatsächlich. Mhm. Infotafel zum umweltschonenden Weinbau. Auf jeden Fall so oder so. Gute Tafel. Sehr gute Infotafel. Die hier an einem Zaun ist. Vielleicht von einem Bauern. Was vielleicht nicht so schön ist. Direkt an den Weinfeldern. Könnte da hinten vielleicht ein Weinfeld sein oder wie? Ja, hier hinten sind Weinreben. Aber ja, man könnte sagen, der Zaun gehört halt einem Bauern. Würde ich jetzt aber mal nicht bewerten, das Thema. Duplikat nicht vorhanden. Die Dichte hier ist sehr niedrig. Okay. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Und sicherer Zugang. Oh, wo ist der Fußgängerweg? Ich würde das als Wanderweg bezeichnen. Ich glaube, das ist keine normale Straße. Das sieht man auch hier auf der Karte. Das sind keine Straßen. Das hier ist eine richtige Straße und das hier sind ganz, ganz enge Wege. Oder das hier sind noch Straßen, aber nicht das da. Also, sicher erreichbar, ja. Ist zu Fuß erreichbar. Da darf man langlaufen. Ist das jetzt dort? Können wir das vielleicht hier... Ich kann das hier perfekt erkennen. Diese Struktur, wie es oben auch zu sehen war. Ich finde, ja, das ist korrekt. Es ist übrigens in Freiburg. Das ist ein Schild. Bildung.
und Natur. Objekt, Schild, Bildung, Natur. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Eigentlich eindeutig und ganz gut nachvollziehbar, würde ich sagen. Das ist leider keine richtige Infotafel, sondern ein Schaukasten, in deren Informationen sich immer wieder wandeln, die von einer von einem Verein. Können wir da noch mehr erkennen? Das Blöde ist halt, da können auch ganz andere Sachen drauf landen, die ich jetzt vielleicht nicht als Wasteboard betiteln. Deswegen, es ist nichts Festes. Es ist ein Schaukasten mit unterschiedlichen Informationen. Finde ich, ist kein Wasteboard. Ich würde das tatsächlich ablehnen. Erfüllt die Kriterien nicht. Ein Schaukasten kann unterschiedliche Informationen haben, die Kriterien nicht erfüllt. Ein Schaukasten kann unterschiedliche Informationen haben, die die Kriterien nicht erfüllt. So, mal kein lehrreicher Inhalt. Ich könnte schwören, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Schaukelnde Ente. Ich dachte, das wäre schon angenommen worden. Spielgerät am Waldrand. Okay. Spielgerät, ja. Steht aber wahrscheinlich schon an einem auf einem Spielplatz direkt neben dem Grillplatz. Okay, schön. Historisch-kulturell. Oh, das kommt aber auch irgendwie bekannt vor. Ah ja. Sehr gut. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Ah, das kenne ich. Die Kirche. Die kenne ich auch. Sicherer Zugang, ja. Davon gehe ich schon auf jeden Fall aus. Sehen kann ich es aber leider gar nicht. Und ich kann es leider nicht abgleichen, was ich hier sehe, mit dem Satellitenbild. Schade. Da muss ich leider 3 Sterne geben. Wo ist das eigentlich in Deutschland, Limburg an der Lahn? Schauen wir uns auch gerade mal an. Das ist auch in der Nähe von Frankfurt am Main. Okay, also da ist das. Ja, ich sag, das ist ein Spielplatz. Oder Spielgerät, je nachdem. Vielleicht ist ja wirklich ja nur diese Ente da, das weiß ich nicht. Da hilft mir das Umgebungsfoto leider einfach nicht dabei, aber dennoch würde ich es trotzdem bei dieser Bewertung belassen. Absenden. Nochmal zur Startseite, ich möchte nochmal sehen, wie... Oh, schade. Ich habe die 10 Stück schon durch. Na gut. Schade. Kam jetzt ein bisschen plötzlich. Ich dachte, ich hätte jetzt vielleicht noch 1 oder 2. Ja, dann hoffe ich einfach mal, ihr hattet trotzdem, konntet einiges mitnehmen. Waren ja tatsächlich ein paar Sachen dabei. Ich habe ja jetzt auch noch ein paar Sachen geändert. Ich bin gespannt, wer also Angst hat, seinen Bonusort zu ändern, kann ja einfach mal noch 2, 3 Folgen abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ich versuche immer mal wieder zu zeigen, wo die ganzen Wasteboards denn herkommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare und werde nämlich, ich versuche gerade häufig gestellte Fragen zu sammeln und daraus ein separates Video machen zu können. Dementsprechend
Schreibt fleißig in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst auch ein Abo da, falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.